Und jetzt hier durch ein Labyrinth müssen. Oh Gott. Ich glaube, die Bananen führen immer in eine Sackgasse. Weswegen man einfach dem Weg mit den wenigsten Bananen folgt. Außer man braucht natürlich Bananen. Dann sollte man natürlich die Wege gehen. Aber wie schon gesagt, sollte es eigentlich keiner so nötig haben. Auf die Bananen, das war natürlich super. Komm her, Fisch, danke. So, mit dem Fisch, wie schon früher, ist man natürlich sehr viel besser unter Wasser, weil man natürlich alles töten kann. Und sozusagen unendlich Leben hat, wenn man den Fisch immer wieder bekommt. Man kann sich aber auch doof anstellen, ganz ehrlich. Naja. So, der Fisch geht jetzt gleich hier zugrunde. Aber wir bekommen eine Ballon dafür. So, hier darf ich aber auch keine Geheimgänge oder so verpassen. Denn den Wasserleveln sind die immer ein bisschen gemein versteckt. So, hier sind ein paar Seesterne. Oder ein Seestern, der hier gemütlich umherkullert. Was hast du denn da unten zu bewachen? Meistens, wo die Viecher sind. Zumindest jetzt noch, sage ich mal. Ja, toll. Bewachen sie irgendwas. Irgendwas manchmal tolles, manchmal nicht ganz so toll. Aber der Fisch, der ist doch recht toll und der Geheimgang auch. Ist nur kein sehr besonderer Geheimgang, weil er, ja, nichts Besonderes in sich hatte. So, dann flitzen wir mal hier rüber. Weiter nach oben. Hier war ein sehr großes Gebiet, genau. Puh, in dem ich aber auch nicht weiß, wo hier jetzt... Das, ja, die DK-Münze weiß ich, wo sie ist. Denke ich. Aber vielleicht gibt es hier noch irgendwo einen Geheimgang. Weiß ich jetzt aber leider nicht. Gibt es hier vielleicht noch irgendwas zum Durchstoßen? Das sind ja, glaube ich, immer diese komisch aussehenden Kartons. Oder Kisten, eher gesagt. Sehe ich jetzt aber gerade nicht. Ja, kann sein, dass das schon unser erstes Level ist, wo wir wiederholen müssen. Okay, kommt es jetzt schon? Ich glaube, deswegen müssen wir hier jetzt ganz schnell rüber. Damit wir die DK-Münze bekommen. Und müssen jetzt über Land robben, während Dixie da hinten in der Luft schwimmt. Sowas nennt man Freistil. Einfach mal in der Luft. Okay, aber ich weiß jetzt wirklich nicht. Ja. Nein, komm, Fisch, sehr schön. Ups, ups. Und Bananen. Ich weiß jetzt wirklich nicht, ob wir hier alles haben. Komm, sehr schön. Damit haben wir schon 23 Leben. Was, ja, schön ist. Oh je. Sehr schön, wir haben alles. Okay, dann gab es da wirklich bloß ein Level. Ein Bonuslevel. Naja, reicht ja. Jetzt, ja, ich sag mal nochmal was Neues. Aber was Kleines Neues ist Swankys Goldgrube. Da kann man einfach bloß ein bisschen Glücksspiel machen. Das heißt, er fragt einen verschiedene Sachen und wenn man die richtig beantwortet, bekommt man Leben. Was jetzt eigentlich völlig uninteressant ist. Aber man kann es ja mal machen. Vor allem, man muss sich so viele Kleinigkeiten merken. Vielleicht wird das ja gar nicht so schwer. Ist auch gratis. Wie heiße ich? Na, Swanky. Erwin Heinz. Okay. Das war nicht so schwer. Welche Kreatur ist der erste Gegner, den ihr im Spiel seht? Eine fette Ratte, ein schuppiges Krokodil, ein ekliger Wurm. Ich denke aber eine Ratte. Ja, stimmt, genau. Sehr schön. Wie lautet der Name der Welt, in der ihr euch gerade befindet? Billionsplanken, Galionsplanken, Gangster-Schreck. Sehr schön, damit haben wir ein Leben. Und das können wir jetzt noch mit 2 und 3 Leben machen. Machen wir doch mal das Pirate-Puzzle. Ich meine, wir haben 14 Münzen. Probieren wir es. Welchen Knopf drückt ihr, um zu rennen? Startknopf. Natürlich. Ja, Y, da ich X drücke, ja, oder B? Y, glaube ich. Ja, genau. Wer ist der erste Level in diesem Spiel? Piratenpicknick. Piratenpicknick, genau. Piratenpanik. Ja, richtig klar. Wie heißt der Fiesling, der Donkey Kong entführt hat? King schnappt zu, Prinzessin Banana. King K. Rool, eigentlich heißt er hier ja Captain K. Rool, aber naja, dann nehmen wir ihn mal.
Endlich mal wieder Gewinner. Und die Chimp Challenge machen wir danach auch noch. Wie viele Fenster gibt es in King K. Rools Kabine im ersten Level? Solche Fragen sind halt... Es gibt, glaube ich, auch später noch eine Frage, wie viele Flugzeuge hängen in der Kong-Schule oder was geben die Aufgaben an der Tafel oder so irgendwas. Ich würde jetzt aber mal schwer behaupten, es waren zwei. Oh, war es nicht, okay. Komm, da klatschen wir nochmal zwei Münzen rein. Dann waren es vier Fenster. Ja. Wie heißt der erste Level, in dem ihr im Taumwerk klettern könnt? Flottergast SOS. Die Panik. Die Panik. Ja, C ist gut, ist sehr schön. Aber es ist Schlottermast. Gute Antwort, weiter geht's. Welches der drei genannten Dinge ist kein Objekt aus dem King K. Rool Kabine im ersten Level? Ein Schwert, eine Karte, eine Waffe. Ich glaube, es war die Waffe, oder was? Ein Schwert? Aber ein Schwert. Ich habe es mir jetzt nicht genau angeguckt, ob es kann die Waffe sein. Ja. Okay, alles richtig, sehr schön. Und damit haben wir die Goldgrube abgeräumt. Ausgemint? Das klingt falsch. Ausgeschöpft, das wollte ich sagen. Und hat uns ja bloß ein paar Münzen gekostet. Naja. Und weiter geht's im Segeltrauma. Ein etwas windiges und regnerisches Level, in dem wir auch gleich unseren nächsten Begleiter bekommen. Und zwar die Schlange. Ich weiß jetzt nur nicht, wie die Schlange heißt. Verdammt. Ja. Okay. So viel zu unserem Begleiter. Verdammt nochmal. Neu starten kann dieses Level auch nicht. Nee. Ja. Ich will aber eigentlich gleich 100% und das erreiche ich nicht mehr ohne die Schlange, glaube ich. Weswegen ich mich sterben lasse. Bei 30 Leben eigentlich, oder bei knapp 30 Leben eigentlich ziemlich legitim. So, die Schlange kann natürlich auch ihre Fähigkeit oder eine Fähigkeit aufladen. Oh, jetzt schon wieder, gibt's doch nicht. Was tue ich denn? Und zwar kann die Schlange einen Supersprung. Der sehr, sehr schön ist, weil man damit an so ziemlich hohe Sachen kommt. Wie zum Beispiel an den Ballon. Obwohl, da sind wir jetzt auch ohne dran gekommen. Die Käfer können wir jetzt auch töten, ohne sie zuerst zu betäuben, sage ich mal. So, ihr springt mir nicht mehr in die Quere, dankeschön. So, hier sagt man uns, dass wir A drücken sollen. Geht es aber nicht auch so? Doch, geht so. Aber hier glaube ich nicht. Ja, doch. Solange wir es nicht unbedingt mit dem Vieh anlegen müssen, ist da... Nein, 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 nein. Danke. Ist da oben irgendwas? Ich will ja nichts verpassen. Nee, da oben ist bloß die nächste Ebene. So, das kann man leider nicht aufheben. Ist mir aber eigentlich auch relativ egal, weil da nicht ganz so prickelnde Sachen drin sind. Und hier oben ist, glaube ich, auch noch ein Bonuslevel, wenn ich mich richtig... Nö? Verdammt. Also braucht man die Schlange doch nicht? Ach, da ist die Kiste. Ich dachte gerade schon. Plopf. Ups. Und, ja. Na. Gut, okay, da ist gleich ein DK-Fass. Kein Problem. Ups. War da drüben was? Hier drüben war, glaube ich, was. Da wollte ich eigentlich gar nicht dran. Aber war da drüben was? Das ist eine Frage, die ich nicht mehr beantworten kann. Ach, da drüben geht's weiter. Na, wie toll. Hätte ich mir auch sparen können zu sterben. Was ist hier unten? Das N. Das N will ich eigentlich. What? Nö. Ich sagte, ich will das N. Gut. Was war denn das jetzt? Naja. Haben wir noch irgendwo ein DK-Fass? Ich glaube nicht. Schade. Wir brauchen aber jetzt eigentlich dringend eins, weil ich glaube, ohne Dixie kommen wir hier nicht an jedes Bonuslevel. Aber hier können wir es ja wiederholen. Das Wechseln kann man jetzt nicht. Schade. So, hier ist so ein kleiner versteckter Haken, der zu einem Bonuslevel führt. Stimmt, das heißt, findet die Münze, indem wir über ganz viele
Nein, das war nicht das. Wir müssen ja einfach bloß durch. Nein, 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 nein. Ja, genau. So kann man es natürlich auch machen.